Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Ich wünsche euch viel Spaß. Anungeli, ich habe genug Schafe. Das ist gut. Nein, hier ist eins. Ey, warum rübst du mich an? Ich. Jetzt prügelt er sich wieder mit sich. Ich hab nur war das nicht mal die Geschichte von Marci, der ins Spiegel geschlagen hat? Irgendwann ein Rebo. Der was geschlagen hat? Ein Spiegel, weil der Zeit. Ja, stimmt, das war mit den Little Max, mit den Handschuhen, mit dem Mittelfinger. Ja. Das ist und dann hat er den Karten aufgeschlagen, ich weiß noch. Weißt du, Marci, was du so alles machst, ist schon krass. Finde ich respektabel. Marci ist aber auch krass. Das ist Schafbehindert. Also. Ja. Soll ich dir sagen, warum? Soll ich dir immer was sagen? Nein, da habe ich Angst vor. Okay. Schlag mich nicht, zeig mir nicht mit dem Finger. Ich. Marci, nicht weinen. Ich weine nicht. Ich verzweifle nur. Ich hab kein Geld mehr, was ich dir geben kann. Bitte nicht, das sehe ich auch nicht. Doch. Dann kannst du dir Hamburger kaufen. Marci, hast du gestern auch Phasmophobia gespielt? Nee. Nur mein Geist hat nicht gespielt. Ja. Lutz hat mich ausgesperrt. Ich finde auch, er hätte sterben müssen. Ja, ich bin gestorben, nicht Lutz. Ja, aber... ist er denn wirklich gestorben? In meinem Herzen schon. Oder ist er der Verbrecher? Bam, bam, Marci! Marci! Ja. Für diesen guten Marci! Wann spielen wir eigentlich wieder Poké-MMO mit Marci Gamer Trademark? Weiß also, ich nicht. Also, das mit Revo wird nicht passieren. Ja, Revo nicht, aber wir reden ja über Poké-MMO. Ich hab's letzte Woche vorgeschlagen, da wolltet ihr alle ja, wir wollen alle nicht mehr spielen. Ich bin schon fast durch mit dem Spiel, nur wir spielen das gar nicht mehr. Ich will ich hab's doch nicht. Ja! Es verbleibt, geht immer und dann wird keiner mehr spielen. Letzte Woche habe ich es vorgeschlagen, diese Woche habe ich es nicht vorgeschlagen, weil ich MC-Folgen brauche. Hast du jetzt genug Schafe? Ich habe ein anderes Problem. Achso, ich habe genug Schafe, die sind schon alle drin, bitte nicht mehr reinwerfen. Ja. Was ich gerade aber merke, hier ist so die Wolle, die müsste eigentlich von dem Hopper-Dingens darunter, von diesem Kart aufgehoben werden, aber das will nicht durch den Block nehmen. Kann man eigentlich das Spiel weiterspielen, bis wir Teppich. Alle zusammen sind? Teppich! Nein, Teppich, das muss Gras sein, weil sonst okay. Kann das Schaf nicht essen. Dann nicht. Teppich kann man auch essen. Ja, du vielleicht. Ja. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Mama? Ein Teppich, Sohn! Ein Teppich! Ein Teppich! Frag doch nicht so deppert! Du wärst tot, als es Teppich gibt. Gestern gab's Teppich. Heute gibt's Teppich. Und morgen gibt's einen Sonntagsteppich. Ja. Ja, warum nicht? Ja. Ach. Ja. FMR. Schon, der ist so ein süßer Fratz. Manchmal frage ich mich, warum der so böse ist. Tja. I don't get it. Ich habe in letzter Zeit angefangen, nachts, bevor ich pennen gehe, in Reddit reinzuschauen, weil ich die App auf meinem Handy habe. Ah, du bist dumm. Reddit. Und da stehen so interessante Dinge drin, die so interessant sind, dass ich schon wieder vergessen habe. Dass die interessant sind. Nenn mir 5. 10. 15. He's right with his story of the century. Stop it, du! Huh. Gott, hast du schon wieder die bekommen? Was? Hast du schon wieder die Stalker-Kiste bekommen? Ich glaub, die ist weggepackt. Ja, glaub's halt selber nicht. Ich glaub, die ist weg! Ich glaub, die ist weg! Ich will meine Schulter. Ja. Ups! Das ist meine. Nein. Geh weg. Dann schlage ich dich weg. Nein. Mach Alter, wie du dich einfach nicht weg. Fuck. Ich hab Rückstoß. Ja, das hab ich gesehen. Wann kann man seinen Bogen upgraden? Upgraden?
Ja, es gibt bessere Schwerter, aber es gibt immer diesen Scheiß. Ich habe einen Stock auf dem Boden gefunden, Bogen. Hm. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie Spaß? Noch mehr Schalkerkisten schwer. Ja. Ja. Mhm. Aber Inventar ist voll mit Shit. Schwer. Schalkerkiste, Scheiße. Oh. Ich bin da schwer. Dankeschön. Ich hab Rob schon 4 Stück gegeben, darum hab ich nicht mehr so viele. So. Aber schon warum hab ich. Wenn ich bald wieder Lust hab, 4 Stunden durchs End zu rennen, sag ich Bescheid. Okay. Leute, ich versteh's nicht. Warum funktioniert das nicht, wie ich das will? Warum ist das nicht so genau, wie ich das mag? Ich mag das nicht, wie es andere machen. Das ist doch ein Blödsinn. Ja. Ist das nicht bayerisch? No. Das ist, wie ich das sag, und wenn ihr das anders machen wollt, dann spiele ich neben mit. Okay, tschüss, Tim. Warum werde ich nicht aufgehoben? Ich weiß auch nicht, warum das immer in den Augen rum wird. Du Scheiße. So weit sind wir also gekommen. Was? Ich weiß nicht, was er meint. Ach ja. Also, ich habe ja nur Spaß. An meinem Leben. Und an eurem Leben. Ich habe an deinem Leben keinen Spaß. Ja, aber dafür sorge ich ja auch. Ist ja auch nicht mein Leben. Ist ja dein Leben. Was ist, wenn ich das so mache? Dann schlag ich dich. Was ist, wenn ich das so mache? Snabbe dumme der da begangen. Ja, aber du Mami, du in mein Klo reinmacht. Ah. So, du hast kein Klo in deinem Zimmer. Ja, dann ist aber jetzt doof, Mutti. Doof, Mutti? Alter. Ja, wenn die mir so blöd kommt, hallo? Alter! Du hab ich voll gegeben. Ich hab die voll weggeasy-snackt. Nein. Tim! Was? Hallo. So reden Leute heutzutage, ich will mich nur anpassen. Und hier redet auch so, aber nur wenn er im Bus ist. Ich bin jetzt wirklich hier im Bus, der nicht. Der und dieser Schweizer, der redet doch nicht mit dem Pöbel. Das stimmt. Er tut so, als ob er telefonieren würde. Der hat ein Telefon? Ja, aber eins mit Schnur und mit so einer Wählscheibe. Ah. Glaubst du, in der Schweiz heißen Walkie-Talkies Laufi-Taufis? Weil die alle so scheiß christlich sind? Hä, ja. Okay, gut. Also, ich meine, warum fragst du es? Richtig dumm! Ja, ich wollte wissen, ob ihr richtig dumm seid. Ach so. Ja, boah, ein bisschen dumm. Also... Ich überlege gerade, ich will den Marci was fragen, aber ich habe Angst, dass er es persönlich nimmt. Wird er. Also ich weiß noch nicht, was ich frage. Ich bin persönlich. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich fragen will, aber nicht von euch. Sagt der, der Among Us beleidigt ist. Among Us bin ich nicht beleidigt? So, die Pack. Nein. Nee, ist er nicht. Der schreit nur gerne Among Us rum, aber der meint es nicht so. Ist das Problem einfach. Dass wenn ich nicht rechtzeitig komme, dass Terminus sich beschwert und dass daraus eine dumme Situation ergibt sich und dadurch... Ich bin nicht dumm! Der hat mich gerade dumm genannt! Alter, warum nennst du ihn einfach dumm? Weil du gibst mir die Schuld, weil ich dann nicht rechtzeitig an den Schalter gegangen bin. Deswegen gab es die Diskussion. Keine Sorge, Zuschauer, ich verstehe auch kein Wort. Ich auch nicht, weil ich... Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Aber ja, genau deswegen. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast recht, aber ich habe es vergessen. Siehst du? Tim ist halt oft eine dumme Bitch, aber das ist halt so. Nee, Blacky hat mich dumme Bitch genannt. Ich bin ziemlich schlaue Bitch. Ich sehe mich eher als dumme Schlampe. Geil. Wie teuer bist du? Zu teuer für dich. Schlampe ist nicht Hure. Na, das Hundi. Huh. Schwer. Was, über was reden wir jetzt hier gerade? Ich weiß es nicht. Bei Huttis Prostitution. Ich meine, dieses Niveau sinkt immer weiter Richtung Abgrund. Stammniveau.
Du musst uns nur den Mittelfinger zeigen, dann sind wir wieder normal. Nein, das ist mächtig.